Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma AquariumBest hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dich zur 5. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts begrüßen zu dürfen. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit LPS-Korallen, sprich großpolypigen Steinkorallen. Der Begriff LPS-Korallen bedeutet Large Polyp Scleractinia und steht für großpolypige Steinkorallen. LPS-Korallen zählen seit Jahren aufgrund ihrer attraktiven Optik und ihren meistens sehr geringen Haltungsansprüchen zu den beliebtesten Korallenarten in der Meerwasser-Aquaristik. Schauen wir uns mal an, wie LPS-Korallen aufgebaut sind. Die Basis von LPS-Korallen bildet ein aus Calciumcarbonat bestehendes scharfes Kalkskelett, das mit einem fleischigen Gewebe aus Polypen überzogen ist. In der Mitte des Polypen befindet sich die Mundscheibe, über die die Nahrung in das Innere der Koralle gelangt. Ebenso findet auch die Ausscheidung der verdauten Nahrung wieder über die Mundscheibe statt. Auf den Polypen von LPS-Korallen befinden sich Tentakeln, die mit giftigen Nesselzellen ausgestattet sind. Diese ermöglichen den Korallen unter anderem zusätzliche Nahrung aus dem freien Wasser, zum Beispiel Plankton, Mysis oder Artemia, aufzunehmen. Einige der LPS-Arten, zum Beispiel Euphyllia-Arten, verfügen über sogenannte Kampftentakel. Diese bis zu 15 cm langen Kampftentakeln können zu nah platzierte, benachbarte Korallenkolonien berühren und dabei so stark vernesseln, so dass diese an den entstandenen Gewebeschäden kaputt gehen. Dies solltest du unbedingt bei der Standardwahl von LPS-Korallen im Aquarium berücksichtigen und darauf achten, dass auch beim guten Wachstum der Koralle ein ausreichender Abstand zu den benachbarten Korallen besteht. Dieses Vorgehen dient der Koralle dazu, um weiteren Raum für ihr Wachstum bzw. Ausbreitung zu erobern. Im umgekehrten Fall schützen Kampftentakeln die Korallenkolonie, von anderen Korallen verdrängt bzw. überwachsen zu werden. Bei Krustenanemonen, Xeniden, Scheibenanemonen ist diese Abwehrstrategie häufig nicht besonders erfolgreich, da sich diese deutlich schneller vermehren und wachsen. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass diese Arten nicht zu nah an großpolypige Steinkorallen heranwachsen bzw. diese überwachsen. In der Regel lassen sich fremde Korallenpolypen nämlich nicht ohne größere Schäden von LPS-Korallen entfernen. Das gleiche gilt auch für sämtliche andere Schädlinge, wie zum Beispiel Feueranemonen, Glasrosen, Algen, Schmieralgen und so weiter. Als nächsten Punkt schauen wir uns mal die Ernährung von LPS-Korallen an. Im Inneren des Gewebes sind wie bei vielen anderen Korallenarten Zooxanthellen, das heißt einzellige Symbiosealgen, eingelagert. Die Zooxanthellen verleihen den Korallen nicht nur ihre bunten Farben, sondern versorgen sie außerdem mit Nahrung. Bei der Photosynthese der Zooxanthellen entsteht nämlich Traubenzucker, der den Korallen als Nahrung dient. Wie bereits gesagt, sind die meisten Arten in der Lage, mit ihren Tentakeln zusätzliche Nahrungspartikel aus dem freien Wasser aufzunehmen. Im Meerwasseraquarium können LPS-Korallen zusätzlich mit Mysis, Artemia oder Ähnlichem gefüttert werden. Eine regelmäßige Fütterung ist jedoch nicht erforderlich, führt doch zu einem schnelleren Wachstum der Korallen. Dabei solltest du darauf achten, dass das empfindliche Korallengewebe bei der Fütterung nicht mit der Pinzette beschädigt wird. Bei der Fütterung mit Artemia und so weiter kann es vorkommen, dass Fische und Garnelen versuchen, das gerade verabreichte Futter aus der Koralle zu ziehen. Solche Situationen bedeuten häufig für die Koralle einen enormen Stress, sodass sie sich zusammenziehen. Bei manchen Meerwasseraquarien ist aufgrund von zu starken Übergriffen der Fische und Garnelen auf eine solche zusätzliche Fütterung zu verzichten. Schauen wir uns jetzt die Anforderungen von LPS-Korallen an die Wasserqualität an. Die meisten LPS-Arten sind eher pflegeleicht und stellen keine besonderen Ansprüche an das Aquarienwasser. Die folgenden Wasserwerte haben sich in der Praxis optimal für die Haltung von LPS-Korallen herausgestellt. Die Temperatur sollte zwischen 25 und maximal 28 Grad liegen. Ein idealer pH-Wert liegt bei ca. 8,3 im Laufe des Tages. Die Alkalinität, sprich die Carbonathärte,
liegt idealerweise zwischen 6 und 8 Grad Härte. Das Calcium bewegt sich idealerweise bei 380 bis 420 Milligramm pro Liter und das Magnesium bei 1200 Milligramm pro Liter. Der Salzgehalt sollte eine Dichte von 1,022 bis 1,024 aufweisen. Wenn du den Salzgehalt als Leitwert misst, ist es ideal, dass du zwischen 51 und 53 Mikrosiemens liegst. Besonders beim Phosphatwert solltest du darauf achten, dass du nicht über 0,05 Milligramm pro Liter und beim Nitrat bei nicht über 5 Milligramm pro Liter liegst. Bei Überschreitung der genannten Nitrat- und Phosphatwerte kann es nämlich sonst zu Schädigungen des Kalkskelettes durch Bohralgen kommen. Ein entscheidender Punkt für die erfolgreiche Haltung von LPS-Korallen ist die richtige Strömung. Im Meer leben LPS-Korallen in strömungsarmen Zonen, weshalb es wichtig ist, dass du im Aquarium unbedingt darauf achtest, dass die Strömung nicht zu stark und vor allem nicht direkt erfolgt. Bei einer zu starken bzw. direkten Strömung wird das Korallengewebe an das scharfkantige Korallenskelett gepresst und dabei häufig irreparabel beschädigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die richtige Beleuchtung. Im Meer wachsen LPS-Korallen häufig in Bereichen mit schwächerer bis mittelstarker Ausleuchtung. Im Meerwasser-Aquarium solltest du sie deshalb in unteren bis mittleren Zonen ansiedeln. Auf eine zu starke Beleuchtung bzw. auf zu schnelle starke Veränderungen in der Beleuchtungsstärke reagieren LPS-Korallen häufig mit einer Auflösung des Gewebes. Bevor du eine großpolypige Steinkoralle kaufst, solltest du immer darauf achten, dass diese vollständig geöffnet ist und keine Gewebeschäden aufweist. Sind bei einer Koralle nicht alle Polypen geöffnet, solltest du unbedingt auf den Kauf verzichten. Im Zweifelsfall bietet es sich an, dass du die Koralle über mehrere Tage lang beobachtest. Auch von dem Kauf von Korallen mit Gewebeschäden solltest du unbedingt verzichten, da sich diese Korallen in der Regel nicht mehr erholen. Ein weiteres Auswahlkriterium ist, dass sich keine Krustenanemonen, Xeniden, Scheibenanemonen, Feueranemonen, Glasrosen oder Schmieralgen oder ähnliches auf der Koralle befinden. Für den Transport ist es sinnvoll, dass eine ausreichend große Tüte verwendet wird, damit das empfindliche Korallengewebe nicht an der Innenseite der Tüte scheuern kann. Idealerweise wird die Koralle am Kalkskelett mit Gummis an einem größeren, über die Koralle herausragenden Styroporblock gebunden, sodass sie kopfüber in der Tüte schwimmt. Hierdurch lassen sich Gewebeschäden durch Scheuern vermeiden. Um zu starke Temperaturveränderungen zu vermeiden, wird idealerweise im Anschluss der Transportbeutel in eine Styroporbox gepackt oder zumindest mit Zeitungspapier umwickelt. Da LPS-Korallen häufig auf plötzliche Milieuveränderungen reagieren, ist es wichtig, dass du eine entsprechende Anpassung der Koralle an die Wasserwerte in deinem Meerwasser-Aquarium vornimmst. Hierfür eignet sich besonders, wie bei der Umgewöhnung von Fischen, die Tröpfchenmethode. Dazu nimmst du einfach einen Luftschlauch und lässt Wasser aus dem Aquarium tröpfchenweise in den Transportbeutel der Koralle laufen. Als Faustregel gilt, circa ein Tropfen pro Sekunde. Die Tropfenzahl kannst du ganz bequem mit einer Schlauchklemme am Luftschlauch einstellen. Nach ca. 45 Minuten ist die Koralle entsprechend an das neue Milieu angepasst und kann vorsichtig am Kalkskelett, nicht am Gewebe, aus der Tüte entnommen werden und an ihrem neuen Standort im Aquarium eingesetzt werden. Für den Fall, dass die Koralle im Händlerbecken an einer dunkleren Stelle platziert war, solltest du den neuen Standort entsprechend auswählen. Neben den optimalen Wasserwerten hängt die erfolgreiche Pflege von großpolypigen Steinkorallen natürlich auch sehr stark von der richtigen Platzierung im Aquarium ab. Bei Korallen, die im Riffaufbau platziert werden, ist es entscheidend, dass du diese fest verkeilst und diese nicht herunterfallen können. Durch das Herabfallen kommt es häufig zu starken, irreparablen Schäden am Korallengewebe. Abgestürzte Korallen solltest du so schnell wie möglich wieder in den Riffaufbau zurücksetzen. Besonders wenn Seeigel im Aquarium gehalten werden, musst du auf einen stabilen Halt im Riffaufbau achten. Häufig ist es sinnvoll, hier die Korallen mit Korallenkleber oder Korallenzement zu befestigen. Dass du dabei keinen Druck auf das Korallengewebe ausübst und es dabei beschädigst. Wie bereits erwähnt, sollten LPS-Korallen mit einem entsprechend großen Sicherheitsabstand zu den benachbarten Korallen gesetzt werden. Dadurch vermeidest du, dass die Kampftentakeln der LPS-Korallen keine benachbarten Korallenkolonien vernesseln, beziehungsweise dass auch kein Angriff auf die LPS-Korallen erfolgen kann.
Ebenso solltest du bei der Platzauswahl eine entsprechend große Fläche für ein weiteres Wachstum der Koralle berücksichtigen. Wie bereits erwähnt, gibt es auch für LPS-Korallen einige Gefahren, zum Beispiel die Vernässelung durch andere Korallen, Glasrosen oder Feueranemonen oder das Überwuchern von Algen. Aber auch von bestimmten Fischarten geht eine permanente Gefahr für LPS-Korallen aus. Deshalb ist es wichtig, dass du das bei der Auswahl der Fische berücksichtigst und diese mit LPS-Korallen vergesellschaftet werden können. Besondere Gefahren gehen von Kaiserfischen, zum Beispiel Pomacanthus imperator, Zwergkaiserfischen, zum Beispiel Centropyge luricula oder Falterfischen, Shetterton kleinis aus. Diese Fischarten ernähren sich von Korallenpolypen. Dadurch kann es vorkommen, dass diese Fische jahrelang die LPS-Korallen im Meerwasseraquarium ignorieren und auf einmal beginnen, diese anzufressen. Die dadurch entstandenen Schäden führen meistens zum Tod der Koralle. Wenn du alle der genannten Punkte berücksichtigst, steht einer erfolgreichen Haltung von LPS-Korallen nichts mehr im Wege. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen für dich gewinnen und ich würde mich freuen, wenn du die nächste Folge des Meerwasseraquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, kannst du sie gerne in die Kommentare bei iTunes schreiben oder schick mir eine E-Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Ich versuche dann, in den folgenden Episoden darauf einzugehen. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Meerwasseraquarium. Dein Markus Mall. Das war's für heute beim Meerwasseraquariumpodcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasseraquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.